Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 2205. Und das Erste, was wir in der heutigen Folge mal machen wollen, ist mal unsere Handelsrouten zu checken. Denn wir haben hier eine Handelsroute 106 Quantencomputer für 50.000. Und mittlerweile ist aber der Kurs hier offenbar wieder gestiegen. Das bedeutet, dass wenn wir die 107, genau, wenn wir die jetzt neu erneuern, dann gehen wir von 50.000 auf 275.000. Diese Route als profitabel für Sie. Oh ja, das ist sehr profitabel für mich. Und hier von denen, von 1.600, gehen wir auf 7.400. Und jetzt haben wir plus 400.000. So, das wäre erstmal abgehakt. Wobei, wir können auch, während das lädt, andere Routen checken. Könnten wir da... Da wären wir ein bisschen billiger dran. Machen wir auch einen neuen Vertrag. Da hat sich nicht viel geändert. Das können wir so lassen. Haben wir hier noch einen Export? Nee, haben wir hier noch einen Export? Hier ist ein Import, ne? Da hat sich auch nicht viel geändert. Und hier am Mond haben wir, glaube ich, auch keinen extra Import. Okay, ups. Gut, ich würde sagen, Geld ist nicht mehr ganz das Problem. Ich habe offscreen ein bisschen rumexperimentiert. Das möchte ich euch mal zeigen. Und zwar war eine der Ideen, dass wir dieses Orbitallager hier machen sollen. Grundsätzlich, ich habe auch nochmal nachgeguckt, das gilt, das ersetzt nicht alle Handelsrouten. Das ersetzt nur die Standardsachen, also alle Baustoffe, also aber auch Superlegierungen und Titanplatten und so, also Baustoffe generell. Das heißt, das wäre schon ziemlich nice. Allerdings brauchen wir dafür 5 Schwerindustriekammern. Und ich habe jetzt eine hier mal eingebaut. Und hier ist eine in Produktion, die dauert aber über eine Stunde noch. Und die müssen wir dann hier einsetzen, das wieder abreißen. Dann können wir über diesen Zweig die da noch freischalten. Und über diesen Zweig die da. Und dann haben wir 4. Und dann müssen wir über noch irgendeinen Zweig. Dann müssen wir am besten den hier. Ne, den das haben wir dann schon. Ja, wir müssen dann gucken, wie wir hier weiter lang gehen. Ich befürchte, wir werden dann eins, zum Beispiel den hier, auf voll ausbauen müssen. Hier Elektronik reinraum. Um dann das hier noch freizuschalten, was 2 Stunden dauert. Also ich weiß nicht, ob wir es überhaupt schaffen, weil ihr seht hier 2 Stunden, 1,5 Stunden und so weiter und so fort. Das interessiert mich nicht. Von dem her wird eher schwierig, ne? Wird eher schwierig, sagen wir mal so. Und um das hier freizuschalten, habe ich das hier aktiviert und das ist plus 10% erhöhter Umsatzgewinn. Und daher haben wir momentan sehr viel Geld. So. Wir könnten natürlich hier auch einfach mal 200.000 draufschmeißen. Ja, 3 Millionen. Für Kässchen-Aktie. Ah, komm. Was soll der Geiz? Ihrer Bitte wird stattgegeben. Nächstes Astronautenteam tritt ein. Nee, 4 Mille zahle ich nicht. Aber er hat sich jetzt ganz schön übernommen. Ne? Das war ja keine Aktie von uns, von dem her tut mir das jetzt nicht so weh. Wir könnten aber auf Shopping-Tour gehen. Ich würde aber sagen, wir warten einfach, bis wieder irgendwas versteigert wird, weil das kostet uns hier 30 Einfluss. Interessant dabei. Ach so, nee, hä? Also bei ihr kostet uns 30 Einfluss, bei ihm 25, 25, 25. Warum? Kostet uns das bei Barrowfoxcom mehr Einfluss? Das ist eine gute Frage. Alter Schwede, bei der läuft aber richtig. Firmenanteile. Aber wir machen auch ganz schön Verlust mit Firmenanteilen. Wahrscheinlich von Li Sheng. Ja. Ja, so ist das immer. Aber das heißt, dass theoretisch die Li Sheng Aktien gerade nicht so teuer sind. Schauen wir mal, ob da vielleicht noch irgendwie jemand anders ein Gebot reinschmeißt.
Weil dann können wir unseren Hut in den Ring werfen, ohne Einfluss zu verlieren. Weil wir haben zwar aktuell 83, aber ihr wisst ja, das ist schneller weg, als einem das lieb ist. So, was noch schön wäre, wäre eine Insel mit ordentlich Fläche. Da können wir jetzt mal gucken. 64.000 Hektar. Okay, hier könnte man ein Energieprojekt machen. Hier könnte man Staudämme bauen. Energie ist natürlich immer gut. Was ja, haben wir hier? Hier könnte man... Schließen Sie den Bau eines aufgegebenen Raumhafen-Prototypen ab. Okay. Weiß ich nicht, was uns das bringt. Weiß ich nicht. 56.000. Seltene Rohstoffe, okay. Oder hier von Samen. Hier haben wir halt 97.000 Hektar. Ich glaube, das finde ich gut. Das finde ich gut. Der will 3,1 Millionen dafür. Ich würde sagen, das kauf mal. So. Ist doch super. Einfach mal schön eingekauft. So. Viel Platz. Oh, ist mal so schön. Sehen, ob er für ihre Ambitionen ausreicht. Nee. Tut er nicht. Aber es ist ein Anfang. Jemand aus dem Ministerium hegt große Hoffnungen für das Gebiet. Ich bin sicher, er wird sie bitten, in sein neuestes Prestigeprojekt einzusteigen. Ja, diese Statue. Uns gesagt, die Union ist beeindruckt vom Wachstum ihrer Firma. Tja. Überraschend, dass sie sich für so einen großen Sektor entscheiden. Ja. Da braucht ihr nicht überrascht zu sein. Irgendwann bin ich die Union. Alter, alt. Jo. Okay, also wir haben hier definitiv Platz. Definitiv. Dieser Ort ist perfekt für eine Brücke zur anderen Seite geeignet. Naja, da ist eine Brücke und da ist eine Brücke. Auf neues Baugebiet. Nein, echt. Okay. Wir haben noch keinen Starthafen. Richtig, richtig. Den müssen wir wahrscheinlich irgendwo hier unten machen. Wo ist denn unser Schiffchen? Wo ist denn hier das Startgebiet? Wo ist denn hier der Starthafen? Ach, der ist da. Ich muss... Ah, ich habe erst nur das da. Da muss ich das freischalten. Hier, das wäre zum Beispiel so eine Sache, da wäre ein Orbitallager ziemlich praktisch. Ein idealer Ort für die nächste Außenstelle. Aber, ja, haben wir halt nicht, ne? Haben wir halt nicht. So, also wir brauchen Biopolymere und Baubots. Also das wären jetzt genau die Sachen, die durch ein Orbitallager sich schon erledigt hätten. Wobei Biopolymere, komm auch. Ich glaube, es ist schneller, wenn wir das hier einfach vor Ort produzieren. Als alles andere. So und so. Sehr gut. Das hier nehmen wir mal mit. Superlegierungen, perfekt. So, Biopolymere brauchen hier das Sonnenblumenölgedönse. So. Und Biopolymerproduktion. Zack, zack, zack. Okay. Zu wenig Arbeiter, ja. Sehe ich. Baubots. Ne, die lasse ich liefern. Wer hat denn hier einen ordentlichen Überschuss? Ihr habt einen ordentlichen Überschuss. Gut, dann schickt mal so 20 rüber. Ihr braucht die eh nicht. Nimmt Betrieb auf. So, Baubots, 2, 3. Risiko, nein. Zack. Und hier. Dann machen wir hier so eine kleine Siedlung.
mit Menschen. Später können wir dann theoretisch alle durch Synths ersetzen. Aber das ist halt nicht so einfach, weil wir erstmal komplett upgraden müssen. So. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, doch, zwei hätte ich noch gern. Kein Essen und kein Wasser. Ach, diese Luxusprobleme immer, ne? Immer diese Meckerei. Mimimi, ich habe kein Essen. Mimimi, ich habe nichts zu trinken. Leute, wenn ihr nichts zu essen habt, dann esst doch Kuchen. Ist ja fürchterlich. 5 Biopolymere. So. Nette Wohnungen. Da freue ich mich auf den Feierabend. Ja. Vielleicht. Ah ja. Da könnte man ein Monument bauen, wenn man das denn wollte. Können wir das Ding upgraden? Ja, ich denke schon. Raumhafen-Upgrade wird ausgeführt. Aber das hilft uns langfristig noch nicht direkt. Das heißt, wir sollten uns hier Energiebedarf zu hoch. Energietechnisch. Ich bin doch gerade dabei. Energietechnisch erstmal ein bisschen unabhängig machen. Mit der guten alten Windkraft. So. Wunderschön. Ich frage mich, warum man jetzt mal so ähnliche Windkraftwerke hier nicht in echt baut. Sind die ineffizienter? Oder einfach nur schwerer zu bauen? Oder? Weil die sind halt schon Stylo, finde ich. Also weiß ich nicht. Die müssten halt wahrscheinlich höher sein in Wirklichkeit, aber so grundsätzlich wäre das wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Also ich meine mal gehört zu haben, dass die Effizienz von den Dingern ganz gut ist, aber ob das wirklich so ist, das weiß ich natürlich nicht. So, plus 14, na gut, das reicht jetzt erstmal. Und das Ding hier, Brückenbauplatz eingerichtet. Die wollen wir auch haben. Nee, Li Sheng. Nein, die ist nicht mehr so krass im Minus. Nein, ich glaube, wir müssen jetzt mal raushauen. Es hilft alles nichts. Wir kaufen die Aktien von... warte mal. Wir haben hier Seimen und Yusovei. Wer hat denn weniger Geld? Yusovei hat eh kein Geld und Seimen hat Geld. Also kaufen wir die von Yusovei. Der kann theoretisch nicht mehr als 440.000 bieten, wenn das Spiel realistisch ist. So. Ich wünschte, wir könnten Ihnen helfen, aber wie die Dinge stehen, tut mir leid. So. Jetzt warten wir einfach mal, bis die Zeit runter ist. Wieso kann YouServey mehr bieten, als er hat? 1 Million. Freunde, 1 Million. Nicht überraschend. Kabuya. Ah, komm, wir kaufen gleich noch mal eine. Der Vorstand gibt seine Zustimmung. Jetzt ist auch egal. Einfach raus mit dem Geld. Einfach raus mit der Kohle. Weil die gammeln sonst noch auf dem Konto rum. Schaut doch unser Konto an. Ist gleich schon wieder voll. Ist richtig lame. Ja, wenn wir die Kohle nicht raushauen, vergammeln sie auf dem Konto. Klingt traurig, ist aber so. Hätte nicht geschehen dürfen. Bam. Oh yeah. Oh yeah, sie hat doch nur 4 Aktien. Energie. 57%. Biotech 57. 54. 58. 50. Das gefällt mir außerordentlich gut. Wir sind so knapp vom Monopol. Hier und da und da und da und da. Wir werden die Welt regieren, Leute. Wir werden die Welt regieren. Wir werden Google sein. Nein, wir werden nicht Google sein, wir werden die Umbrella Corporation. Oh yeah. So.
weitere Investitionen in Forschung möglich. Können wir eigentlich hier auch schon direkt starten? Nee, weil wir erst das hier... Ja, war ja klar. Dann warten wir das mal kurz ab und starten dann noch den zweiten Brückenbauplatz. Und da könnten wir dann tatsächlich nochmal eine riesige Megacity hinbauen. Nicht, weil wir es brauchen, sondern weil wir es können. So. Brückenbau. Der Papierkram ist erledigt. Sie gehört Ihnen. Und die Brücke ist da. Dann... Gehen wir mal hier rüber. So. Und die nächste Brücke starten. Brückenbauplatz eingerichtet. Weil dann könnten wir hier so... Wobei, eigentlich können wir die Stadt auch hier hinbauen, ne? Weil die Stadt braucht weniger Platz als die ganze Zulieferungskette, wenn wir mal ehrlich sind. Also wenn wir jetzt quasi hergehen und hier vielleicht sogar eine Doppelstraße machen, das ist so dann das Stadtzentrum. Nur damit man es halt optisch ein bisschen hervorgehoben hat. Und dann geht das hier irgendwie so durch. Eine Straße. Das wäre doch gar nicht mal so verkehrt. Und dann hätten wir hier, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 Häuser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bis dahin wären... einfach exzellent. Die Häuser... Nö. Zufriedenstellend. Kinas, ich bitte euch. Wir haben genug Geld, wir lösen das Problem jetzt einfach mal mit Geld und nicht mit Einfluss. Hier. Einfach drauf. So. Problem hat sich erledigt. Ah, nee. Gut, 4 Millionen. Raus mit die Viecher. Eine unbefriedigende Lösung. Aber hätte das Geld jetzt nicht eigentlich an uns müssen? Weil, nee, wir haben... Oder haben wir jetzt von ihm noch einen Anteil? Nee, kann gar nicht sein. Es war ja ein Anteil, der uns eigentlich gehört hat. Warum hat eigentlich jetzt jemand anders das Geld gekriegt? Das ist eine hervorragende Frage, meiner Meinung nach. Ich habe keine Ahnung. Weil es waren ja unsere Anteile. Also wenn, dann müssten die das Geld ja an uns zahlen. Und wenn ich jetzt mehr biete, dann müsste ja das Geld bei mir bleiben? Fragezeichen. Eigentlich schon, oder? Wieso haben wir keine Biopolymere? Ach, weil die Brücke hier alles frisst wahrscheinlich. Die da. Ja, genau. Wir brauchen hier eine größere Biopolymerproduktion, ich sehe schon. Limit erreicht, okay. Zack, zack. Zack, zack, zack. So. Jetzt haben wir eine Produktionsrate von 51. 51. 35 gehen an ihn hier. Und den Rest können wir eigentlich in Häuser investieren. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 2 Reihen brauchen wir noch. So, hier wäre dann quasi Ende. So.
Und hier dasselbe. Da wäre Ende. So. Und hier können wir dann aber auch wieder eine kleine, aber feine Konzernzentrale hinbauen. Oder auch nicht. Okay. 250. Okay, Superlegierungen müssen wir liefern. Wer hat denn? Ja, denen fehlen welche. Die haben plus 20. Und die haben plus 14. Warum haben die plus 20? Das ist die Frage, weil die bekommen doch eigentlich von da geliefert. Ach, die brauchen die plus 20 gar nicht. Das heißt, wir können eigentlich die Route hier löschen. Und eine neue Route machen mit Superlegierungen von da nach da. Was für eine plus 30. Neue Transferroute. So. Aktiv. Also. Damon, ich kaufe deinen Laden. Zufriedenstellend. Hey. Da geht's aber um Cash hier gerade. 5 Millionen. Von Nutzen sein. Yo, ich habe noch nie 5 Millionen. Jämmerliche Darbietung? Ist bei ihrer Strategie misstrauisch. Hä? Wieso? Ich hatte doch erst 3 Aktien von dir. Gut, ich meine... ne? Aber... Also bitte. Nur weil ich einfach mal schnell 5 Mille auf den Tisch geklatscht habe, oder wie? So läuft das hier. Fusionsenergiezellen brauchen wir hier für ein Upgrade. Das brauchen wir für den Energielaser, ne? Das wäre schon sinnvoll. Neue Transferroute, Mond, Fusionsenergiezellen. Und dann transportieren wir vorübergehend den Überschuss vom Mond in die Bucht hier. Neue Transferroute aktiv. Und dann können wir das hier starten. Was ist hier Optimum? 26. Gut, so viel haben wir jetzt nicht, aber ist egal. Das kriegen wir schon irgendwie geregelt. Das ist ungefähr bei der Hälfte. Ja, jetzt ist die Frage, die sich mir stellt. Wie viel Platz lassen wir für die Konzernzentrale? Ich würde mal sagen, die kriegt so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Häuserblocks. 7 Häuserblocks vielleicht. Ja, sagen wir 7 Häuserblocks. So, jetzt habe ich meinen Finger da, das seht ihr natürlich nicht. Ist bald Geschichte. Was wollen Sie deswegen unternehmen? Ja, melde ich dann einfach, wenn es soweit ist. Dann regeln wir das schon unter uns. Ja. So. Raumhafenerweiterung genehmigt. Perfekto. Jetzt haben wir wieder keine Bots. So. Chaka. Und wir haben einen Transmissionshafen. Sehr schön. Dann können wir die Route auch gleich wieder löschen. Denn mehr Fusionsenergiezellen brauchen wir hier nicht. Nein. Ich wollte die Transportroute löschen. Hier. Ist das die? Das ist die. Weg damit. So, wir haben eh gleich wieder 2 Millionen auf dem Konto. Sie müssen sie erneuern oder abbrechen. Sehr, sehr geschmeidig. Sie müssen sich entscheiden. Verlängern oder aufgeben. Ja, komm dann, wenn es soweit ist. Neue Transferroute. Energie. Wer hat und wer braucht? Du hast. Und du brauchst. Aber nicht 3,8, aber so 3.000 können wir erstmal. Boah, durch die Aktien von Li Sheng haben wir halt jetzt so einen mega Überschuss an Energie überall, ne? Das ist schon krass. Allein hier 1.900. Die vier hier, die sehen lecker aus. Oh, die Bear of Foxcom sinkt.
Das ist aber schlecht für dich, meine Liebe. Das ist aber schlecht für dich. Weitere Investitionen in Forschung möglich. Das ist halt so das Krasse eigentlich. Also es spiegelt halt die Wirklichkeit ziemlich gut wider. Je mehr Geld man hat, desto mehr Geld kann man auch verdienen, ne? Also, im Prinzip ist es ganz einfach. Ihr müsst einfach nur ein paar Millionen haben und dann könnt ihr auch ein paar Millionen verdienen. Mega, oder? Mega der gute Tipp. Also nehmt einfach eure Millionen und gebt die und investiert die klug. Indem ihr einfach alle Firmen auf der Welt kauft. Und dann ist eh alles egal. So wie ich jetzt hier. Ja, jetzt müssen wir eigentlich warten, bis der Brückenbauplatz fertig ist. Na gut. Aber das können wir auch in der nächsten Folge machen. Denn wir sind auch schon wieder bei 26 Minuten. Ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schreibt Tipps oder Ideen gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.